7 Balver Persönlichkeiten stehen am Sparkassenbrunnen in der Dreikönigsgasse in Balve. Doch wer sind sie? Das fragten sich nicht nur Gäste, sondern inzwischen auch viele Balver. Daher ließ die Heimwacht jetzt Namenstafeln anbringen. Der Brunnen wurde vor 27 Jahren mit dem Parkplatzbau errichtet. In dem Zuge wurde hier dieser Brunnen auch errichtet. Das war vor 27 Jahren und genau das ist der Grund, warum wir hier heute stehen. Die Zeit vergeht und immer mehr Menschen können mit den hier abgebildeten Menschen nichts mehr anfangen. Ich habe das selbst bei Führungen, bei Stadtführungen erlebt, dass gefragt wurde, wer ist das und so weiter. Und diese Fragen gibt es in Zukunft nicht mehr. Getreu unserem Motto, Heimat erhalten, Zukunft gestalten, war es nur folgerichtig, dass sich die Heimwacht bald dieser Frage angenommen hat und nun diese, wie wir finden, sehr stilvollen Bronzetafeln hat anbringen lassen, die eben Antwort auf die fragenden Blicke vieler Betrachter gibt. Es sind Elisabeth Jedowski, die Urmutter quasi der Balver Metzger-Dynastie Jedowski, Theodor Pröpper, Kirchenmusikdirektor, Heimatdichter und Organist in St. Blasius und überhaupt Multitalent. Josef Pütter war Heimatforscher, Schriftsteller und auch Mitglied der Heimwacht. Und sehr aktives Mitglied der Heimwacht. Heinrich Thurwisten, Baustoffhändler und auch engagierter Heimatfreund. Albert Rapp, Bauunternehmer und Amtsbürgermeister. Wilhelm Hertin, Chemieunternehmer und begeisterter Jäger, weshalb er diesen Hasen in seiner Hand hat. Und Hermann Hering, Bauer und Bürgermeister. An ihn kann ich mich noch ganz schwach erinnern, dass der hatte einen riesen Ackerbau und er angeblich auf einem Auge blind war, auf beiden Augen sogar blind war und mit einem einzigen Zügel immer gesteuert wurde. Das hat mich als Kind sehr beeindruckt, muss ich sagen, dieser Hermann Hering. Die Balver sind stolz auf diese Menschen. Danken wir dem lieben Gott im Himmel, dass es sie gab und dass wir ihrer heute gedenken. Fotos her? Aus dem Heringschen Archiv. Ah ja. Ja. Und er war ja sehr waldverbunden, darum passt das Bild. Das hat er ja dem Joe sehr vererbt. Zahlreiche Nachfahren hatten sich ebenfalls am Brunnen eingefunden und manche Geschichte von früher wurde noch erzählt.